Zum Auftakt der sechsten Sitzung in St. Pölten wurden wichtige Themen für die Arbeitnehmervertretung angesprochen. Die Digitalisierung der Arbeitswelt und die künftige Finanzierung des Sozialstaats waren zentrale Themen. Der Budgetvoranschlag 2017 ist immer eine große Herausforderung, weil es die gesamte Haushaltsordnung der Arbeiterkammer Niederösterreich für das kommende Jahr, sprich 2017, darstellt. Und wir haben den Auftrag, und das machen wir auch jeden Tag, dass wir sehr sorgfältig auch mit den Beiträgen unserer Mitglieder, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Niederösterreichs, damit umgehen. Und es sind wichtige und große Herausforderungen, sei es um die Gestaltung der Vertretung, was ganz wichtig ist, im Arbeits- und Sozialrecht, sei es im Konsumentenschutz, sei es aber auch im Bereich der betrieblichen Betreuung. Und was wir leider die letzte Zeit gesehen haben, auch die Betreuung im Bereich Insolvenz und Konkursverfahren ist eine leider große Herausforderung. Da spreche ich noch nicht von Bildung, Konsumentenschutz, Arbeitnehmervertretung. Also ein umfangreiches, großes Programm, was auch dementsprechend die budgetäre Bedeckung braucht. Schwerpunkte sind natürlich die Betreuung vor Ort. Das ist immer ein Schwerpunkt. Wir sind dort, wo die Menschen sind, das heißt der Service im Bereich Soziales und Arbeitsrecht vor Ort. Wir haben 21 Bezirksstellen, 3 Servicestellen, erst jetzt voriges Jahr durch die Übersiedelung nach Niederösterreich auch eine Servicestelle in Wien. Wir haben rund 60.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Niederösterreichs, die in Wien leben. Die haben genauso das Recht darauf, eine tolle Vertretung unmittelbar vor Ort zu haben. Ja, und dafür sind die Mittel auch da und sind sie auch sehr gut eingesetzt. Wir haben eine neue Situation hier mit dem neuen, wunderschönen Arbeitnehmerzentrum, das wir also gebaut haben und dieses Jahr bezogen haben. Das gibt uns viele, viele neue Möglichkeiten, neue Leistungen, auch für unsere Mitglieder, vor allem im Beratungsbereich. Das geht von der Weiterbildungsberatung über die Mietrechtsberatung, über Konsumentenberatung, natürlich unser Kern Arbeitsrecht und Sozialrecht. Das heißt, wenn die Menschen in der Arbeitswelt Probleme haben, kommen sie natürlich zu uns und wir können ihnen hoffentlich auch helfen. Wir haben aber auch hier die Möglichkeit, mit Veranstaltungen viel besser, als das früher der Fall war, die Menschen anzusprechen. Also wir haben sehr viele Informationsveranstaltungen, auch Kulturveranstaltungen, die wir in Kooperation durchführen können. Also insgesamt ein schönes Spektrum an Leistungen. Das spiegelt sich auch bei uns im Voranschlag für 2017 wieder. Wir haben also über 5% Wachstum sozusagen bei den Leistungen, die wir also direkt an unsere Mitglieder leisten können, und das zeigt, dass wir nicht nur schöne Häuser bauen, sondern dass wir auch etwas damit tun, und das wird also sozusagen eine Tendenz sein, die sich auch weiter fortsetzt. Aber das spielt sich alles nicht nur hier in diesem Zentrum ab, sondern das wird flächendeckend in ganz Niederösterreich angeboten. Wir haben ja in jedem Bezirk unsere Stützpunkte und die Bezirksstellen, die also vollwertige Anlaufstellen für unsere Leistungen an die Mitglieder sind. Und dort bieten wir, soweit wir also die räumlichen Möglichkeiten haben, genauso unsere Informations- und Kulturveranstaltungen an.